Ja, liebe Leute, bevor es wieder losgeht, möchte ich noch euch eine Seite zeigen, und zwar styling.com. Diese Seite ist eine Vergütungsplattform für Influencer. Das heißt, falls du einen Instagram-Kanal betreibst oder auch mit YouTube eine gewisse Reichweite hast, man braucht nicht sehr viel Reichweite. Ich habe auch nicht, ich habe gerade mal 200 oder so, aber ja, 201 glaube ich, bin jetzt schon. Und ganz einfach, hier kann man Geld verdienen mit einfachen Links. Wie das Ganze funktioniert, ihr geht auf styling.com. Und dann geht es auf jetzt anmelden, dann könnt ihr das alles ausfüllen. Ich habe das schon gemacht, dann gehe ich einmal auf Login und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, und wir sehen jetzt einmal, ihr seht hier, so schaut das circa aus, wenn man sich eingeloggt hat. Hier ist der Linkmaker, ich erkläre mal da rechts. Und zwar beim Handy funktioniert das selber, nur dass die drei Zeichen unten ist am Handy. Und, oder zwei zumindest, ich habe am Handy sind nur zwei und Linkmaker, also sehe Link, nein, drei, Entschuldigung, drei. Zeichen, und zwar Linkmaker, hier sind wir gerade, da komme ich gleich dazu. Dann meine Vergütung, hier seht ihr, ich habe auch ehrlich gesagt so 9 Cent verdient. Man verdient jetzt nicht so viel jetzt, außer man hat eine gewisse Reichweite, da verdient man schon viel. Also es zahlt sich jedenfalls aus für kleinere YouTuber bzw. Instagram-Influencer oder auch für größere. Und zwar, ihr seht, gestern habe ich 9 Cent gemacht mit einem Link. Ihr seht, 5 haben wir, deine Anzahl der Links der letzten Monate, 5. Aber ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, das stimmt irgendwie nicht, finde ich jetzt, weil ich komme zwar später, glaube ich, alleine drauf. Und zwar, ihr geht jetzt einmal, ja, Linkmaker, hier seid ihr einfach standardmäßig immer. Dann Empfehlungslink erstellen. Ihr könnt sich zwei Plattformen entscheiden, entweder für Instagram oder für YouTube. Ich benutze jetzt einmal YouTube. Und dann, hier seht ihr Partnerships und Provision. Mein erster Link war Styling. 1 Cent bekommt man pro Linkklick. Also wenn jetzt einer auf den Link klickt, was ihr erstellt habt, bekommt ihr 1 Cent. Deswegen, ich glaube, ihr wisst schon, weil ich vorhin habe ich laut Statistik Vergütung zumindest hatte ich 5 Klicks, aber ich habe 9 Cent. Irgendwie passt das nicht zusammen, vielleicht ist es noch aktualisiert, keine Ahnung. Jedenfalls, man bekommt jetzt, ich habe diesen Link genommen, 1 Cent. Das ist, ihr könnt aussuchen, was ihr wollt. Keine Ahnung, was ihr wollt. Und genau, so funktioniert Starlink. Ihr klickt jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt nochmal Starlink. Auf den, ja, ihr klickt da drauf. Ihr könnt sich woanders auch, zum Beispiel Otto oder so, keine Ahnung, irgendwo draufklicken. Ich habe jetzt ehrlich gesagt immer nur Styling gemacht. Und zwar, so funktioniert das. Ihr klickt auf quasi auf Styling, genau, hier drauf. Dann kommt ihr auf diese Seite. Und dann wird da nochmal erklärt, wie das geht, wie man eine Story, Insta-Story empfehlen kann mit Ad Styling Official. Hier gibt es auch Bildvorlagen, falls ihr selber kein Bild habt oder nicht machen wollt oder so. Könnt ihr auch Bildvorlagen nehmen und dann könnt ihr noch eigene Bausteine, also Textbausteine von Styling nehmen, falls ihr selber keinen Text schreiben wollt. Und hier seht ihr nachher, so funktioniert es, also Bildvorlage herunterladen, Textbausteine einfügen oder einen kurzen Text schreiben, eine eigene. Und dann könnt ihr noch, Empfehlungslink ist nachher das hier, das ist sehr wichtig. Das müsst ihr nachher kopieren, falls ihr Styling machen wollt. Dann in den Linkmaker einfügen, das zeige ich euch gleich. Und dann könnt ihr noch in deine Insta-Story Starlink taggen, beziehungsweise erwähnen. Könnt ihr auch machen. Und dann, ja, genau, so, es wird alles beschrieben. Also es ist jetzt nichts Schwieriges daran, wird alles immer erklärt. Dann geht ihr zum Linkmaker, ihr Link kopiert, was ich gerade kopiert habe. Ich nehme zum Beispiel YouTube, dann klicke ich STRG F, dann habe ich das eingefügt, einen Empfehlungslink erstellen. Diesen Link kann ich nachher kopieren und einfügen auf YouTube. Genau, so funktioniert das. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich wollte euch nur mal so zeigen, weil es eigentlich eine ziemlich cooles Plattform ist. Und eher für kleinere YouTuber oder kleinere Instagram-Influencer ist es ziemlich, ziemlich cool für den Anfang. Aber auch für größere YouTuber oder Instagram-Accounts ist es auch nicht schlecht. Und ja, das wollte ich noch mal zeigen. Falls ihr das einmal machen wollt, unten ist der Link. Und wir sehen uns, ja, gleich im Pixelmann-Folge wieder, und ich hoffe, es gefällt euch das Video, und wir sehen uns, ja, wie gesagt, gleich wieder im Video. Bis gleich. Jo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Pixelmann-Folge. Und zwar heute, ich habe vorhin schon das Haus gesehen, es hat sich der erste Spieler ist jetzt online, beziehungsweise er war vorhin online, und er hat sich da neben mir ein Haus gebaut. Und zwar, das ist der Toze Zolot. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen. Der ist auf meinem Kanal, hat einen Rang, beziehungsweise auf
Minecraft-Server auf meinem Minecraft-Server hatte einen Rang, hat immer noch einen Rang. Und ihr seht hier hat er sich hingebaut, schaut echt ziemlich cool aus. Ich glaube, da war sogar ein Ball da, wenn man jetzt verwechselt. Ja, ich glaube, das war ein Ball, ich hoffe, ich verwechsle ihn jetzt nicht. Aber ich glaube, das war jetzt ein Ball da. Ich sehe mich da mal um, also da hat so ein kleines Häuschen gebaut mit Weizen und so, ziemlich cool. Ich werde nicht stehen, ich schaue noch ein bisschen rein aus der. Oha, da ist viel Eisen gefarmt schon. Aha, okay, der hat schon sehr viel gespielt. Okay, ich gehe wieder raus. Also ihr seht, erster Spieler ist schon online. Falls ihr mitspielen möchtet, einfach wie gesagt, Discord-Kanal joinen. Unten ist der Link verlinkt. Und einfach drauf joinen und mich einfach anschreiben privat. Dann können wir darüber reden. Genau, Leute, es regnet gerade, es ist richtig stürmisch. Heute möchte ich, wir haben ja letzte Folge Loreblatt bekommen, beziehungsweise DB hat sich entwickelt und heute möchte ich da weitermachen, beziehungsweise heute möchte ich ja mal ein paar Pokebälle mit euch machen. Genau, ich brauche jetzt eigentlich eh nur Gelb, okay, Knilz, du willst es wissen? Oha, Mozi kann er fast gar nicht mehr, Digga, habe ich vergessen zum Heilen. Dann schicke ich dich raus, Reptile. Reptile möchte ich jetzt auch einmal trainieren, aber ich wollte, ah ja stimmt, ich wollte Harpador wollte ich jetzt einmal trainieren, das ist einmal, ja, okay. Netterwarze und Pilz, dass ich Harpador mal entwickelt. Ich gehe jetzt einmal schon meine Pokémon heilen, dann würde ich sagen, werden wir ein bisschen Harpador trainieren. Ich weiß zwar nicht, ab welches Level er sich entwickelt, Harpador. Kann ich leider nicht sagen, ich schätze auch schon Level 15, 16, keine Ahnung. So, ich werde jetzt einmal Pokémon wechseln, dass so zwar Harpador mal erste Stelle ist. Und dann würde ich sagen, hier war irgendwo ein Mods, okay, das war Level 19, war ja Mods Level auch, oder kann das sein, oder habe ich mich da verschaut? Okay, ich habe mich, glaube ich, verschaut. Genau, dass wir ein bisschen Mods hier mal, Carpator ein bisschen einmal trainieren können. Ich werde jetzt einmal wechseln, und zwar Lorblatt, können wir direkt gleich Lorblatt auch trainieren. Dann haben wir gleich beide. Okay, sehr Elektro-Pokémon, das heißt, wir haben einen Typvorteil, Rasierblatt. Jawohl, und fertig. So, aha, Pokéball-Deckel und neues Pokéball könnten wir schon craften. Dann würde ich sagen, ich esse schnell mal ein Fleischchili. So, und dann werden wir mal die schwarzen Beeren, glaube ich. Oder, na, gelb, ja, gelb und rot. Jetzt dumm. Gelb und schwarz, genau. Werden wir jetzt mal farmen. Aha, hier ist Maut. Ah, das war auch Level 19. So. So. Genau, werden wir farmen. Und dann werde ich das mal schnell braten, beziehungsweise kochen. Ja, aber hier habe ich auch noch Fleisch gehabt, super. So, einmal da rein. Da warte ich noch schnell Fisch ab. Wenn wir den neuen schwarzen Bären auch noch kochen. Man kocht ja Bären, glaube ich. Okay, dann warten wir schnell den letzten Fisch ab. Dann haben wir Essen, habe ich jetzt einmal genug, zum Glück einmal. So, und dann, während das da kocht, würde ich sagen, ich möchte jetzt einmal ein bisschen Ordnung, glaube ich, schaffen. Oh, Digga. Und zwar, ich möchte jetzt einmal die Beeren zum Beispiel rausnehmen. Ich glaube, die Lexi brauche ich überhaupt nicht. Beeren einmal rausnehmen. Das waren jetzt eh alle, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Nein, ich glaube, das waren jetzt eh alle Beeren. Ja, und die Beeren möchte ich bei den Getränken hinzugeben. Das war sogar ein Top-Elixier. Das gebe ich hinzu. Und die Beeren möchte ich da auch hinzufügen. Dass mal alles so in einem ist. Und das dauert jetzt, glaube ich, eh noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, habe ich einen Knopf? Einen Knopf habe ich überhaupt nicht. Aber Stein hätte ich sogar. Dann machen wir schnell den Pokéball fertig, damit wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. So, so. Genau, dann haben wir einen zweiten Pokéball. Neue Rezepte verfügbar. Danke. Dann bräuchte ich noch ein Holz für. Genau, hier habe ich noch Holz. Genau. Mit dem Birkenholz werde ich ein paar, beziehungsweise eine große Truhe machen. Die Truhe werde ich, keine Ahnung, was ich da reinlege, werde ich, wo stellen wir dann hin, stellen wir da drüber, glaube ich, hin, so, so, Holz, Holz sage ich, obere Truhe würde ich sagen, gehen wir Erde, also alle Ressourcen rein, Erde, Stein, Diorit, Kies, Andesit, alle Ressourcen, Granit, alle Ressourcen rein, würde ich jetzt einmal sagen, so, wenn wir da einfach mal alles ein bisschen einmal in Ordnung haben. So, da noch und das war's, glaube ich, Wolle. Lasse ich noch. So. Genau. Dann würde ich sagen, ja, Glas lassen wir drinnen. Dann die kompletten Erze. Das gebe ich jetzt einmal alles da rein. Ich möchte jetzt ein bisschen Ordnung machen. Das lasse ich noch bei mir in der Hand. Da passt eh alles.
Jochen, Fackler, schau einmal, die Eisenbahn und so gebe ich rauf zu die Pokéball, weil nur da brauche ich es, glaube ich. Apfel nehme ich auch gleich mit zum Essen. So, genau, die Eisenbahn gebe ich jetzt einmal rauf, würde ich sagen. So, genau, Steine lasse ich auch drinnen, weil wir ja eh alles da benötigen. Dann, so, werden wir noch schauen, ist jetzt schon fertig? Jawohl, jetzt ist schon fertig. So, werden wir gleich ein paar Pokébälle machen. Ich glaube, so war das jetzt, glaube ich. Genau. Die Bären lassen wir raus. Ja, 4, okay. Müsste aber ein bisschen mehr farmen. Ich glaube, da werde ich einmal die Länge erweitern von Schwarz und Gelb. So. Gut, dann würde ich sagen, werden wir das schnell mit Hammer machen. Wo ist der zweite Hammer? Habe ich den unten? Ich habe den letzten schon irgendwie gesucht, aber ich weiß nicht. Ich schau mal. So. Aber mit den unten. Ja, da habe ich so. Die Hake nehme ich auch gleich mit. Kann ich einmal alles mitnehmen. So. Da wir so ein bisschen Ordnung haben. So, dann würde ich sagen, wir werden die vier Platten schnell machen und die vier Hyperbälle schnell craften, damit wir mehr Hyperbälle haben. Dann haben wir wieder, glaube ich, vier Hyperbälle werden, habe ich, glaube ich, noch. Na, fünf haben wir noch. Fünf haben wir ja nachher. Muss ich schauen. So. Alles erledigt, jetzt werden wir, ich muss die Eisenscheibe auch noch machen. Wir haben jetzt vier Hyperbälle, da mache ich mir noch schnell vier Knöpfe und drei Unterscheiben brauche ich nachher noch. So, mache ich noch die vier Knöpfe, so, gebe ich dahin und die drei Unterscheiben werde ich noch schnell machen. So, wir haben das auch erledigt, jetzt können wir die Hyperbälle, vier Hyperbälle machen. Genau, jetzt haben wir wieder 5 und ein normaler Pokéball. Jetzt haben wir wieder ein paar Pokébälle bzw. Hyperbälle. So, hat es aufgehört zu regnen. Ja, es ist dunkel, jetzt gehe ich noch schnell schlafen, würde ich sagen. Und dann möchte ich jetzt endlich mal Carpot ein bisschen trainieren. Das ist mein Carpot, das sich entwickelt. Aha, Rettern Level 15, jawohl. Wir werden da gleich Lorblatt benutzen, damit wir Lorblatt gleich mittrainieren können. So, okay, Wickel hilft eh nichts normalerweise. Gut, wir werden Reziplat benutzen. Rettern, ja. Okay, macht auch nicht so viel Schaden. Oh, jetzt bin ich paralysiert. Zumindest Lorblatt ist paralysiert. Mache ich mal Tackle. Hilft das mehr oder auch nicht? Digga, was ist mit denen? Mach Tackle, Digga, was ist los? Jawohl, Tackle macht viel mehr Schaden. Nochmal Tackle. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, aufpassen. Ich glaube, das wäre ich eine Pokémon-Wechsel, damit da jetzt. Dass ich nicht verliere. Dann werden wir auch Reptan gleich nochmal. Ah, Mauzi hätte ich auch benutzen können. Die Mauzi auch einmal schön langsam entwickelt. Okay, Ruckzuckip. So, einmal noch. Dann haben wir gewonnen. Ah, macht aber viel Schaden. Also, Respekt. Nochmal Ruckzuckip. Wir haben es geschafft. Wir haben Carpathal erreicht Level 14 und Lobber erreicht Level 17 und Reptan erreicht Level 20. So stelle ich mir das vor. Und der nächste Voltelam möchte ich mit uns anlegen. Gleich nochmal wechseln. Reptine, weil Lorblatt wird sich leider jetzt nicht auskennen. Der wird er verlieren, nehme ich jetzt einmal an. Zornklinge, schau mal, ob er das überlebt. Oh, da hält aber viel aus. Okay, na gut, kein Problem. Wir sind geduldig. Megasauger, damit ich ein bisschen Leben dazu bekomme. Ja, Megasauger ist ein starker Attacke, der Wahnsinn. Gibt es da nicht noch Ultrasauger oder gibt es nur Absorber und Megasauger? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es da noch Ultrasauger auch gegeben hat. Keine Ahnung. Wolle aber wieder und zwei Fleisch haben wir wieder bekommen. Gut, das legen wir da mal Seiten. Jetzt werde ich schon meine Pokémons wieder heilen. So. Vier haben wir ja schon. Wie gesagt, jetzt möchte ich Carpathia, das sich einmal entwickelt, und dann Mauzi. Dass wir da auch einmal alles haben. Okay. Hut. Level 5, okay, das schafft, glaube ich. Achso, ja, mein Carpathia kann ja keine Attacken. Mache ich gleich Mauzi. Mauzi jetzt auch einmal ein paar Level macht. So. Oh, ah, Schnabel, aha, so sind wir. Mach ich Kratzer. Was sagst du jetzt, ne? Oh, Digga, der überlebt sicher. Okay, na gut, dann machen wir noch einmal eine Offenlegung. Da müsste das passen. Jawoll. Fehler bekommen. Gar nicht mal so schlecht. Und weiter geht's mit Training. So. Was haben wir noch? Wo sind die kompletten Pokémons? Come on. Nagelotz, jawohl, Pokémon wechseln, Mauzi, come on Mauzi, du bist dran, schaffst das schon Mauzi, Silberblick, okay, so und Offenlegung werden wir machen, jawohl,
macht nicht viel Schaden, aber Maus ist schon Level 15. Level 15? Schon. Okay. Jawohl, zwei rote Beeren und Samen. Okay. Weiter geht's. Was ist da? Myrapla. Komm an, Myrapla. Jawohl. Wieder Mauze nehmen. Kann man Mauze und Kapert jetzt einmal entwickeln. Säure. Digga. Offenlegung. Och, das ist so eine starke Attacke, Digga. Nochmal Offenlegung. Jawohl. Rote Beete muss ich auch mal anpflanzen. Kann man, glaube ich, eh anpflanzen. Gibt es Rezepte? Muss ich mal schauen. Vielleicht gibt es eine Suppe oder so. Das ist auch ein Carpador. Come on. Oha, direkter Treffer. Level 12. Da machen wir gleich einmal Mauzi wechseln. Ich glaube, Carpador kann eh nur Platscher, glaube ich. Ja, genau. Mauzi kann man das locker gewinnen. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen, deswegen würde ich sagen, wir werden nochmal das Pokémon wechseln und zur Lorblatt gehen. Mit Lorblatt können wir jetzt Rasierblatt benutzen und, glaube ich, One-Hit dann ist. Jawohl, so stelle ich mir das vor. Fisch haben wir bekommen. Boah, das ist ein Topsy. Level 16. Ah, soll ich Topsy fangen, Leute? Unser erster Flug-Pokémon war gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Oha. Offenlegung. Oh, Digga. Hält das aus? Okay, da muss ich lieber mein starkes Pokémon nehmen, Reptile. Das hört schon viel aus, Topsy. Aber ich glaube, ich werde Topsy fangen. Also, ich glaube schon. Dann hätten wir jetzt einmal ein Flug-Pokémon. Okay, ich glaube einmal noch, dann müsste er im roten Bereich sein. Ich fange Topsy. Unser erster Flug-Pokémon. Weil, wenn es nachher. Digga, ich hab jetzt ein Clip gehabt, Digga. Gut, dann werden wir mal Topsy fangen. Beutel, Pokéball, probieren wir mit einem normalen Pokéball einmal. Schau mal, ob er gefangen wird oder nicht. Schau mal. Normalerweise sollte er. Ja, jawohl. Jawohl, wir haben unser erster Pokémon. Und nun ist es eines für das Geld. Okay, wir haben eine neue Herausforderung geschafft. Jetzt haben wir unser erstes Flug-Pokémon und zwar Topsy. Wieder ein Pokémon mehr zum Trainieren. Aber das coole ist, Topsy wird sich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich im nächsten Level gleich entwickeln, weil es schon Level 16 ist. Zu Tauboss, Tauboga, sorry. Weil ich weiß nicht, ob man sich bei Tauboga schon, ob man da schon fliegen kann, aber ich glaube erst wenn sich das Pokémon auf Tauboss entwickelt hat, zu Tauboss entwickelt hat, weil ich glaube, Tauboga ist noch zu klein, Anführungszeichen jetzt einmal. So, Carpador, nehmen wir gleich Topsy. So, Level 16 gegen Level 18. Okay, Kano Techno Sandwirbel. Okay, Sandwirbel geht nur logischerweise auf Sand, nehme ich jetzt mal an, wenn sie es so gemacht haben. Ja, ich glaube schon. Gut, nochmal. Oh, dieser Kratzer. Nochmal Tackle. Gut, dann werden wir jetzt einmal Pokémon wechseln und werden zu Loblad gehen. So. Oder Bayleaf heißt es auf Englisch. Gut, schau mal, Rasierblatt und es müsste eigentlich down sein, nehme ich jetzt einmal an. Nein, immer noch nicht. Oh, eh. Dann nochmal Rasierblatt. Und jetzt da. Immer noch nicht. Dann machen wir noch einen Pokémon-Wechsel und wir werden es mit Mauze abschließen, damit Mauze auch ein paar Punkte bekommt. So, Mauze gegen Mauze, wer wird gewinnen? Offenlegung. Ein Punkt noch, Digga. Okay, dann werden wir nochmal Kratzer nehmen, dann müsste es normalerweise. Wow! Da habe ich aber Glück bekommen. Oh mein Gott. Gut, Level. Mauzi hat Level 16 erreicht. Biss kann er lernen. Dann werden wir Heuler weggeben und wir haben 3 Goldklumpen bekommen. Biss hat er gelernt, Mauzi. Das heißt, bald wird er sich höchstwahrscheinlich entwickeln. Hier haben wir jetzt einen Rettern, Level 14. Da nehme ich aber lieber Topsy. Dann nehmen wir lieber Lorblatt, weil ich glaube, die anderen werden jetzt verlieren. Zumindest Mauzi verliert höchst hundertprozentig, weil er fast kein Leben mehr hat. Jawohl, so, Lorblatt, auf dich ist Verlass. Okay, dann nochmal Rasierblatt. So. Ja. Nochmal Rasierblatt, come on. Jawohl, und wir haben wieder einen Kampf gewonnen. Das könnt ihr alles behalten. Gut, wir haben auch 3 Goldklumpen wieder bekommen. Und jetzt würde ich sagen, werden wir schnell noch Pokémon nochmal heilen.
Ja, eigentlich wollte ich Carpenter sogar das entwickeln. Aber ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Okay, Retter Level 10. Okay, bald ist Level 15. Vielleicht haben wir Glück und es entwickelt sich bei Level 15. Ich habe keine Ahnung, wie es immer war. Gut, jetzt würde ich ja tackle mal. Digga, noch ein, zweimal höchst. Einmal noch oder wahrscheinlich zweimal noch. Dann, jawohl, wir haben es. Und Level 15 und Fleisch haben bekommen, aber entwickelt sich immer noch nicht. Okay, ja, leider. Aber Nummer 1 Pokémon haben wir Platz, dann wird es versendet. Gibt es eigentlich einen Computer oder? Digga, gibt es gar keinen Computer. Was mache ich dann? Aber da kann man, glaube ich, craften, habe ich gelesen. Und zwar kann man irgendwo es craften mit dem Computer. Bin mir jetzt. Oh je. Habe ich ja letztens gesehen, irgendwo, Digga, was ist los jetzt? Alles wird angezeigt, Hersteller wieder an, alles wird angezeigt. Aha. Okay. Warum wird mir jetzt nichts angezeigt? Weil letztens, wie ich geschaut habe, waren noch viel mehr Rezepte zur Verfügung. Okay, aber es kann man so einen Computer erstellen. Oh, Level 23, da hau ab, Digga. Level 23 ist noch zu viel für uns. Obwohl eher mit Rap, dann könnte ich es vielleicht schaffen. Gut, dann was haben wir denn da? Dusselgur Level 6. Nehmen wir Tackle. Okay, gut, dass Carpet Tackle nicht machen kann. Das habe ich erst jetzt wirklich nicht gewusst. Okay, wenn man noch Pokéwechsel zu Topsy, damit Topsy auch ein bisschen levelt. Und wir werden nochmal. Oh, Tackle, Digga, den Zerbuck. Hoho! Und wir haben wieder gewonnen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's einmal mit dem Video. Heute haben wir unser erstes Flug-Pokémon bekommen bzw. gefangen. Hier mal noch das Pokémon noch schnell vernichten. Jawohl, also ich glaube, Carpenter macht generell wenig Angriffsschaden. Aber egal, wir werden Topsy wechseln und dann nochmal Tackle benutzen. Dann müsste man das schaffen. Ja. Gut. Und, oh, ist Kaninchen. Gut. Und wir haben unser erstes Flug-Pokémon heute gefangen und einen neuen Spieler auf dem Server haben wir auch. Herzlich willkommen. Und hier wird es auch in Zukunft, ich habe schon mit ihm geschrieben, Zukunft auch Battles geben. So vielleicht Turniere, so dass der Gewinner das und das vom Verlierer bekommt. Wird mega, mega spaßig werden in Zukunft. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Haut rein. Ciao.